Ihr wollt wissen, was auf das Band soll? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Wir brauchen... Dort drüben. In diesem steilen Band dort. Brauchen wir... das Zeug. Und als hätte ich es geahnt, habe ich das natürlich bis unten gezogen, was ziemlich dumm war. Aber wenn wir jetzt einfach hingehen und hier diese Wände durchziehen, dann haben wir ja schon mal eine lange Wand, an der wir das Band entlang ziehen können, damit wir es dann auf dieser Ebene abstellen können. Und da setze ich mir jetzt extra schon mal einen... Nein, das ist unter Logistik. Ja. Oh, jetzt geht das wieder los. Da hätte ich den gerne hin. Das heißt, auf der Höhe muss ich den haben. Hier hin. Von hier hin. Von hier hin, genau. Von hier. Dorthin. Einmal hier raus. Und jetzt können wir nämlich einfach hier um die Ecke gehen. Und da ja da seit Update 7 die Dinger automatisch auch an die Wand snappen, was ich sehr, sehr begrüße, können wir jetzt einfach dieses Band hier in einer Höhe schön darüber ziehen, anschließen, hier durchfliegen, umfliegen, auf unser Bauxit warten, sehen, wie der ganze Spaß losläuft, während sie alle schon voll sind mit Wasser und so langsam anfangen, auch das Bauxit dazu zu kriegen. Guck mal, du bist schon voll. Du bist gleich auch voll. Volle Maschinen sind gute Maschinen. Bam, weg. Ah, du brauchst noch ein bisschen. Aber während das passiert, wird auf der anderen Seite auch schon was passieren. Nämlich die wunderbare Aluoxid-Lösung wird hergestellt. Wir kriegen Wasser. Das Wasser geht weg. Wasser geht weg ist schon mal sehr, sehr gut. So. Unten den Sprit hatten wir doch auch schon gemacht beim letzten Mal, ne? Das heißt... Ja, heute kann ich mich mal gut an Sachen erinnern, weil ich die letzten drei Videos dann einfach in einer Aufnahmesession gemacht habe, wo ich sonst eigentlich zu faul dazu bin. Aber... Ja, so, jetzt müssten wir doch hier auch schon eine Menge Sprit gemacht haben. Der hängt sogar hier. Ist durch diese Rohre geflitzt. Die ich absolut seltsam angebracht habe. Warum eigentlich? Ach ja, weil ein Teil da drüben reingeht. Der kriegt auch schon Aluminiumbarren. Das ist ja hervorragend. Echt jetzt? Kein Strom. Oh, da muss ich aufpassen. Die beiden Pumpen haben keinen Strom. Woher bekommst du? Du hast auch noch keinen Strom. Okay, das ist etwas, was ich definitiv nicht machen darf. Weil der hier ist äußerst wichtig für das Ganze. Das heißt, da ziehen wir jetzt mal hier hin. Machen da vorsichtshalber auch direkt eine solche dran. Du bekommst Strom von da, du bekommst Strom von dort. Dann geht es, hätte ich richtig getroffen, wäre ich auch auf der Linie geblieben, aber egal. Konnte schon damals nicht gut ausmalen, als ich noch klein war. Dahin.
Da hin, guck mal, den habe ich auch nicht richtig getroffen. Ach dir. So. Jetzt wird hier. Hier wird Wasser gepumpt. In welche Richtung eigentlich? Und von wo? Wieso kommt da oben Wasser an? Du pumpst jetzt wunderschön Wasser nach oben, Sprit nach oben. Ich muss mal eben oben gucken. Ja. Oh. So, jetzt mal wieder. Genau. Mach schön, fühlt sich hier Wasser. Da ist nicht so gut. Ist auch nicht so gut. Aber Wasser geht weg. Wasser geht da rein. Deswegen kommt da unten Wasser an. Wasser geht nach oben. Wasser geht nach oben ist gut. Ach, jetzt geht. Das sind wieder so Dinge. Moment, geht gleich weiter. Das sind wieder so Dinger hier. Wenn man da nicht genau richtig angeschlossen hat, kommt der Spaß da nicht durch. Warum willst du mir jetzt keinen Sprit da durchlassen? Ach so, du lässt mir auch keinen Sprit. Okay, einmal weg. Ja. Ja, da geht doch. Und hier, hier kommt auch und da läuft es auch langsam. Okay, Customizer einmal bitte das Orange. Ich muss nachher dran denken, hier das Loch wieder zuzumachen. Sehr gut. Beim Wasser, wie sieht es da aus? Wasser kommt da an. Geht da wunderbar rein, aber warum ist dieses Rohr so leer? Wahrscheinlich, weil es da hinten verbraucht wird. Was natürlich super wäre, weil hier flitzen schon Sachen durch die Gegend. Mhm. Schön. So, du gehst hier hin. Du gehst hier rum. Da ist Wasser drin. Du produzierst Gummi. Du wartest noch gerade ein bisschen, bis du genug hast. Du produzierst Gummi. Okay. Läuft noch nicht optimal, aber das muss auch sowieso wieder, wie immer, erstmal voll laufen, ne? So. Das dauert hier ein bisschen länger, weil das nur von da hinten gefüttert wird. Das ist auch gut. Kunststoff. Du produzierst Kunststoff. Der geht wiederum da rein. Daraus wird Gummi. Der Sprit muss auch langsam erst volllaufen. Okay, dieses System scheint schon mal zu funktionieren. Wir nähern uns einer funktionierenden Anlage. Ich bin etwas sehr begeistert. So, natürlich ist das alles noch langsam und es muss erst aufbauen. Weil man sieht da vorne, da werden die Barren mal gebaut. Schmolzen meine ich. Ne? Ab und zu kommt hier mal was an Schrott, dann wird das auch wieder verarbeitet. Es dauert halt immer etwas. Weil muss halt erst alles volllaufen. Genauso hier.
Das funktioniert auch. Jetzt bin ich ein bisschen begeistert. So, das wird nachher alles sowas von zusammenbrechen. Du brauchst Eisenplatten, Eisenstangen, Draht und Kabel. Da habe ich, glaube ich, noch gar nichts dran, ne? So, wir haben hier, genau, Eisenstangen, alles noch nicht und da unten auch noch nicht. Das heißt, wir können das noch beliebig dran machen, weil... Da nicht. Das ist... Den können wir wegmachen, weil der ist Quatsch. Wir haben hier die Möglichkeit. Da oben müssen Eisenstangen, Eisenplatten, Draht und Kabel rein. Zusammen mit dem. Bitte bis dahin. Okay. Jetzt weiß ich, dass wir den Spaß weitestgehend da vorne haben. Hier haben wir das ganze Stahlgedönse. Da ist Stahl rein. Da sind die Stangen raus. Wohin gehen diese Stangen? Diese Stangen gehen hier runter. Theoretisch tun sie aber nicht. Warum nicht? Müssten die Stangen sein, ne? Ne, da geht irgendwas anderes lang. Da sind die Stangen. Okay, die Stangen gehen da rum. Hier fehlen verstärkte Eisenplatten. Warum werden die nicht produziert? Da wird Beton gemacht. Mit Gummi. Das ist auch schon mal ganz gut. Gummi dauert halt. Beton wird gemacht. Das geht alles da oben rein. Okay. Also die Stangen. Die verfolgen wir jetzt erstmal. Die Stangen gehen hier hinten lang. So, ja, mit den Stangen sind wir schon relativ nah dran. Achso, wollte ich vielleicht auch anschließen, sonst funktioniert das sowieso nicht. So, Stangen drin. Was ich jetzt richtig gesehen habe, kommen wir da raus. Wir müssen da drüben hin. Oh, das ist jetzt doof. Direkt daneben haben wir Schwefel. Oh, wieso doof daneben? Egal. Wir ziehen uns den. Jetzt zwei runter. Darüber. Packen uns hier auf der richtigen Höhe. Eins, zwei. Du gehst bis dahin. Aber dann wissen wir schon mal, dass wir als erstes die Platten reinleiten. Das einzig Doofe da dran ist. Oh, warte mal, da habe ich eine Idee. Die sind auch nicht ganz hundertprozentig passend. Macht nichts. Dann geht das. Ups, will ich runterfallen. Du gehst dahin. Ziehen dich jetzt wieder so ein bisschen hoch.
ist da. Und jetzt, ja, ist ein bisschen schief, ist mir aber relativ egal. So, das heißt, die Stangen laufen schon mal rein. Und zwar fleißig. Sehr gut. Bauxit geht auch fleißig durch. Super. Was haben wir als nächstes? Wenn wir hier so weitermachen, hätten wir... Also, nehmen wir uns Kollegen hier, setzen das so hin, dass... So hin. Das ist nämlich noch mal ein bisschen blöd hier. Das hätte ich zuerst machen sollen. Weil jetzt wird es wieder hummelig aufs Pixel genau. Da ging aber schnell. So, wunderbar. Wir ziehen dich jetzt aber wieder an die Decke. Und zwar so weit wir können. Dahin. Dahin. Ist das nämlich etwas einfacher zum Anschließen? Oder zum Ziehen? So, wir müssen jetzt gucken, wo haben wir unsere Platten? Und wie kriegen wir das von da oben da runter? Wohin muss ich? Ich muss hier hin. Okay. Ich ziehen wir hier vorne hin. Ich auch. Okay. Das war so nicht geplant, aber mal machen. Wollen wir aber nicht. Wir wollen das so haben. Okay. Wir haben dort vorne unser Draht und unser Kabel liegen. Das möchte ich auf die beiden setzen. Bei Kabel muss ich ja sowieso nochmal abtrennen. Für die Statuen, ne? Da könnte ich den Überschuss nehmen, der hinten rausläuft. Ja. Das ist auch eine gute Idee. So. Dann gehen wir dahin. Und lassen das jetzt zwei so bis da runter gehen. Das ist aber genau... Ja, super. Das heißt, wir machen einmal... Hier einen hin und einmal hier einen hin. Du bist direkt reingelaufen, wie ich gesehen habe. Du logischerweise nicht. Wo seid ihr da? Ich glaube, damit ich gerade ein bisschen besser klarkomme, ziehe ich mir einmal hier so eine Hilfslinie. Ist irgendwo... Moment, wo seid ihr? Bis da ist ganz gut. Weil die kann ich nur lassen. Komm, setzen wir noch einen dran. Schnappen uns die beiden Löcher. Oh, jetzt muss ich gucken. Oh, das ist ja super. Einmal da. Einmal da.
So. So. Dann haben wir hier. Haben wir Draht. Der jetzt so rum geht. Gleichzeitig haben wir hier den Kollegen, der hier zwischen stützt und dann da hinten dran geht. Da kommen Kabel lang. Draht, Kabel, haben wir. So, jetzt müssen wir nur noch unsere Eisenplatten finden. Und die waren, wenn sie hier nicht waren, müssten sie ja quasi hier auf der anderen Seite sein. Falsch. Waren sie nicht. Bin verwirrt, wie immer. So, hier runter. Was machst du? Du machst Eisenplatten. Dir fehlt aber Kunststoff. Machst du? Mach Stahlbetonträger, okay. Dir fehlt Kunststoff. Warum kommt hier kein Kunststoff an? Weil ich den Kunststoff noch gar nicht hier hingelegt habe. Okay. Ich bin froh, dass wir das jetzt gerade so basteln. Aber das heißt, hier kommen Eisenplatten raus. Auf dieser Seite. Diese Eisenplatten gehen hier lang, gehen hier durch. Bis da hinten hin. Gehen hier lang, gehen dort rum. Gehen in diese Etage. Und darunter und gehen bis nach unten hin. Gerade sehr doof. Da kriege ich den da rein. Ganz da rein. Nein. Shit. Das wäre optimal gewesen. Egal, ob das jetzt schief ist oder nicht. Ja, es ist leicht schief. Aber das würde halt hier perfekt passen. Weil dann können wir nämlich einfach hier durchgehen. Direkt hier vorne. Ja, komm. Ich hab daneben es auch vorbei. Obwohl, warte mal, wenn ich hier hingehe und den von unten nach oben ziehe, ist der nämlich drin. Können wir den nehmen. So. Und das funktioniert nicht. Das sind doch eine Riesenmuster. Ah. Okay, also das Thema Platten ist soweit erledigt, sobald ich Kunststoff mit angeschlossen habe. Wie habe ich mir den Kunststoff denn gedacht? Ich mache nur auf 3 Stück Eisenplatten. Das finde ich ein bisschen sehr wenig, aber okay. Sag mir, dass da der Eingang... Nein, da ist ein Ausgang. Habe ich echt gesagt, ich lege das von da rein. Da habe ich einen Kunststoff und ich lege das von da rein. Ja, habe ich. War vermutlich ein bisschen Damage. So. Wie legen wir das jetzt am besten?
egal wie ich es mache, es sieht scheiße aus. Wunderbar. Ja. Macht absolut keinen Sinn, was ich hier tue. Aber macht ja nichts. Sind wir ja gewohnt. Also, wir machen das hier hin. Machen hier mittig den hin. Ich hau jetzt gleich wieder irgendwo vor. Ich will ja aus irgendeinem Grund 2 hoch haben. So, hier. 2. So, jetzt muss ich da vorne gucken. Also da geht Gummi weg. Alles gut. Wo liegt Kunststoff an? Da habe ich mir das Kunststoff hingelegt, weil ich es weghaben wollte. So, das heißt, wir ziehen Kunststoff jetzt einmal hier so quer durch. Möglichst ohne irgendwo dran zu hängen. Und gehen dann in einem möglichst schiefen Weg darüber. So, das läuft. Erschreckend wenig, aber komm. Es war, glaube ich, so ein System, wo wir gesagt haben, ja, mit der Zeit löst sich das auch, weil das hinten mehr ansteht und dann passt das. Hier geht rein, du machst Eisenplatten. Wunderbar. Kunststoff kommt. Relativ wenig, aber kommt. Okay. Das heißt, hier fließt jetzt Kunststoff lang. Also fließen jetzt auch Dingens lang. Was ich nicht vernünftig sehen kann. Okay. Du machst aber erstmal voll. Auch schön. Ich würde hier gerne Platten sehen. Ja, die werden erst alle verbraucht. Was ich die sehe, dauert ein bisschen. Hier hoch. Da. Weil die müssen ja erst hier ankommen. Aber vorher sind die ja schon alle weggenommen. Aber du hast jetzt schon mal welche, aber die fehlt noch Gummi. Oh, bis das System hier läuft. Das wird dauern. Ein bisschen verwundert, dass ich so wenig Kabel brauche, weil ich mache hier 24. Moment, ich gucke noch mal in meine Liste hier rein. Da haben wir Kabel. Ach, Draht brauchte ich bei dem anderen. Genau, nicht Kabel. Gut, dass ich noch mal geguckt habe. Statoren brauchen noch mal. Ja, komm. Ich überziehe heute ein bisschen. Ist ja auch Freitag, da ist das halb so wild. Und zwar, da hinten zu den Statoren müssen wir den Draht hinbringen. Mir war die Frage. Wir gucken jetzt einmal, wie wir uns das da gedacht haben, weil bisher kommt da ja noch gar nichts an, was der überhaupt braucht. Also einmal Draht und einmal was anderes. Stahlrohr. Stahlrohr und Draht. Das Schöne ist, während wir hier jetzt rumfliegen und machen und tun, wird wenigstens schon mal ein bisschen was gebaut und getan. Da fließt Petrolkoks da unten rein, weil das nicht optimal läuft. Was logisch ist, weil das da hinten nicht optimal, noch nicht optimal läuft. Oh Mann. Das dauert noch. Da unten ist das. Da haben wir den Draht.
Dann ziehen wir das hier rüber. Setzen dort einen Lift dran, bis oben unter die Decke. Setzen dort einen Lift rein und sagen, Draht ist dort auch schon mal angeschlossen. Wunderbar. Der läuft jetzt schon mal da rein. Dann haben wir das wenigstens schon mal. Ja. Die Bahn. Wo geht ihr denn jetzt hin? Da runter, da hinten lang. Ja, weg. Brauchen wir nicht mehr. Hier hin. Hier hin für die Cubes. Okay, dir fehlt die Salpetersäure. Salpetersäure wird hier gemacht. Der fehlen Eisenplatten. Logischerweise. Und sonst nichts. Eisenplatten. Und Wasser. Ich nicht hier. Moment. Das müssen wir uns noch ein bisschen angucken. Warum? Ist das wieder so ein Ding hier? Du bist voll mit Wasser, aber leitest das nicht durch? Wasser drin. Da ist Wasser drin. Hier läuft voll. Okay. Bin ich erstmal mit einverstanden. Das ist schon mal gut. Fehlen hier die Eisenplatten. Eisenplatten laufen genau da, wo ich nicht mehr dran komme. Wenigstens den Kleinkram hier schon mal fertig kriegen. Das wäre doch super. Da geht's schon weg. Nein, da laufen noch keine lang. Eine Idee. Wir nehmen uns das hier. Setzen das dorthin. Und dorthin und dann dort wieder hoch. Packen uns dort. Machen wir einen Splitter dran. Setzen uns hier. So ungefähr. Den Kollegen hier. Ach, die hatten wir doch schon angeschlossen. Kommt einfach nur nicht durch. Wir waren von da oben. Genau. Gut, dass wir darüber geredet haben. Gut, dass ich den Bogen hier noch gesehen habe. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt warten, dass das läuft. Okay. Wir brauchen einfach mehr Kunststoff. Wobei, hier kommt ja schon ganz gut an. Also der ist voll, der wird langsam voll, der sieht ganz gut aus. Da sieht es ein bisschen besser aus. Okay, also nur so langsam baut sich das alles auf. Da laufen auch Platten durch. Die stehen hier an, aber hier fehlt halt Gummi. Und Gummi fehlt. Weil ich Gummi noch gar nicht angeschlossen habe, ne? Natürlich fehlt Gummi, weil ich noch Gummi gar nicht angeschlossen habe.
Bei Gummi haben wir doch vorne nur die. Richtig. Hier ist. Mal Stahlbahn. Stahlrohr. Gummi haben wir in der Etage hier drunter. Irgendwo hat man noch Gummi. Also Gummi läuft da hinten rum, aber ich weiß noch nicht, wo es jetzt gerade hingeht. Das heißt, da müssen wir uns auch noch ein bisschen was von wegholen, da hinbringen. Wir haben noch eine ganze Menge vor. Aber ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen.